Moin moin Freunde des guten Geschmacks, am 16. August 2018 erscheint der Film Don't Worry, Weglaufen geht nicht. Der ist natürlich mit Joaquin Phoenix, mit Jonah Hill in der Hauptrolle. Ja, und das ist ein Biopic um John Callahan. Wie der mir gefallen hat, das seht ihr nämlich jetzt und los geht's. Kurz gesagt, wer ist überhaupt John Callahan? Er ist ein US-Cartoonist, der mit absurden Cartoons, sag ich mal, in einer Zeitschrift, gerade im Penthouse, Erfolg hatte. Da ist auch schon der erste Pro-Punkt. Ich muss sagen, die Story an sich von diesem John Callahan, ich habe vorher auch gar nichts von ihm richtig gehört. Dieser Film wurde ja von Amazon Studios präsentiert und NFP hat sich die Rechte daran geholt und vertreibt ihn gerade in den Kinos dann am 16. August. Und man merkt schon, dass da schon einiges hintersteckt. Ist ja auch kein schlechter Cast mit Jonah Hill, mit Joaquin Phoenix, mit Jack Black und Rooney Mara. Das ist schon sehr gute, hohe Qualität eigentlich. Nur das Ding ist, dass die Story an sich von Anfang bis Ende ist schlüssig, ist eigentlich soweit ein gutes Biopic. Trotzdem, das Storytelling war teilweise manchmal ein bisschen lahm, wo man sagen könnte, es hätte ein bisschen schneller sein können, bisschen ausgereifter. Ja, dann zum Beispiel der Humor war auch teilweise wirklich gut, weil er ist ja auch sehr absurd gewesen, der US-Cartoonist, ne, John Callahan, hat da so die Dinger rausgehauen, es wurde wirklich alles durch den Kakao gezogen am Schluss und das war wirklich auch, Joaquin Phoenix sah genauso aus wie er, habt ihr ja nachher Bilder gesehen und nochmal ein bisschen gegoogelt, recherchiert. So Anfang an bis Ende, Story, Drehbuch, diese Storytelling, Pacing waren nicht schlecht, hätte aber auch ein bisschen besser sein können. Schauspielerisch ist das soweit auch mal eine mittelmäßige bis solide Leistung. Bei einigen, also der restliche Cast ist so ein bisschen mittelmäßig. Aber mehr im Fokus steht natürlich Joaquin Phoenix als John Callahan. Das beweist auch, dass er das kann, er ist so ein Charakterschauspieler. Jonah Hill habe ich erst gar nicht erkannt, der hat schon ziemlich viel abgenommen, hat sich so als ja, der Leiter der anonymen Alkoholiker schon ein bisschen bewiesen, hatte aber auch nicht so seinen starken Part. Jack Black hat man kaum wenig gesehen, trotzdem, wenn er dann da war, hat er seine lustigen Momente gemacht. Ihr merkt schon, so, das war für mich immer noch eine solide Leistung von den ganzen Schauspielern. Joaquin Phoenix ist da halt sehr rausgestechen aus diesem ganzen Part und das hat mir am besten eigentlich gefallen. Schön ist natürlich auch diese Kostüme, diese ganzen Looks, diese ganzen Settings, das fand ich auch sehr gut gemacht. Das nimmt man auch den Film ab, das wurde von Gus Van Sant, das ist der Regisseur, der hat das soweit echt gut geschaffen, diesen Film. Dass man so ein bisschen reingezogen wurde in die alte Zeit mit diesen Kostümen, mit den ja, langen Haaren und dann, bis es dann halt erzählt wurde bis zum Ende, dass er dann halt Vorlesungen gegeben hat. Das war schon ein weiter Weg und auch gut erzählt, aber ein bisschen knackiger hätte sein können. Und da muss man auch den Film ein bisschen loben. Der Film macht nicht auch viele Schnitte, zeigt sehr viel, was man aus der Kamera rausholen kann. Das muss ich auch mal Gus Van Sant und seinen Kameramann und natürlich den Drehbuchautor so alles ein bisschen loben, dass sie das so umgesetzt haben. Das wirklich viel wurde Close-Up gemacht, wieder rausgenommen, das Bild. Das ist schon cool gemacht auf jeden Fall, was man da so doch wieder rausholen kann aus so einer Szene. Das muss man auch mal dann loben. Und nur das einzige Manko wirklich an diesem Film ist, ich weiß natürlich jetzt, ich habe das ein bisschen mal nachgelesen, es stimmt wirklich alles, was da so passiert ist. Trotzdem war es teilweise langatmig, hat sich hingezogen, der Film geht fast 2 Stunden und es fühlte sich an wie 3 Stunden und tut mir auch leid, was da so für Herzblut drin steckt in diesem Film, was sein Landsmann Gus Van Sant gemacht hat für John Callahan, aber trotzdem, tut mir leid, leider hat das manchmal wirklich so lange gedauert, bis er auf den Punkt kam. Dazu muss man auch noch sagen, verwirrende Zeitlinien, Flashbacks, Gegenwart. Man hätte ein bisschen mehr an der Laufzeit kürzen können, einfach mehr die Schere anschneiden müssen und hätte ein bisschen mehr gezeigt, vielleicht den Erfolg nachher, wie er aufgestiegen ist als Cartoonist. Das hätte man vielleicht mal ein bisschen mehr einsetzen müssen, war leider nicht so gewesen. Schade. Also mehr wäre drin gewesen, aber so ist es manchmal. Und dann kommen wir nämlich zum Fazit. Das Fazit ist wirklich, Don't Worry ist ein nettes Biografie-Movie, der mit einem super guten Joaquin Phoenix auftrumpfen kann. Der restliche Cast ist solide, aber trotzdem, es ist ein Film, den man sich einmal angucken kann, dann ist es okay. Für einen Sonntag reicht es auf jeden Fall. Trotzdem bleibt der Film hinter seinen Erwartungen und kriegt von mir nur eine 6 von 10. Ja, nochmal Dankeschön an NFP Marketing Deutschland, die mir den Film zur Bereitstellung gegeben haben. Sieht ja, meine ehrliche Meinung hat gezeigt, ich kann mich mal auch mal ein bisschen, ja, das war jetzt kein Film, wo ich sagen müsste, ich müsste jetzt unbedingt ins Kino gehen. Man kann sich den aber angucken. Es ist halt ein Independent-Film, so ein Indie-Film, den man sich, wenn man darauf steht, angucken möchte.
die natürlich sehr auf Popcorn-Kino anschauen, die wissen, das wäre nichts für die. Aber trotzdem ist ein Biografie-Drama, was doch schon ein bisschen manchmal auch sagen muss, weniger Alkohol. Man muss nicht aufhören zu glauben, dass man seinen Erfolg haben kann. Also das zeigt der Film ganz ehrlich. Und klar, steigt niemals beim Besoffenen ins Auto. Das ist ganz wichtig. Das sagt auch die Message in diesem Film. Und dann bin ich nämlich jetzt mal raus. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob ihr euch den Film angucken wollt. Wenn nicht, dann lasst doch mal ein Abo hier auf Nerdtaste und würde sagen, Leute, ne, guckt in die Endcard bei Phantomaster vorbei und bei Björns Nerdvlog. Und ich würde sagen, Leute, bis dann und ciao und bam.